Wirre Freunde, ich bin's wieder, euer Lunaflexi, und wir machen weiter auf der Insel Inschel beim letzten Tor, wo wir auch das letztendlich letzte Rüstungsteil bekommen. Ah, da möchte ein Drache sterben, kein Problem. Hm, schon ein Problem. Boah, ey, du hast... Geht's noch? Bin ich jetzt nicht so nett von dir, ne? Angriff, Angriff, und du machst ein kurzes Valor auf die gute Seele an, weil ich mag das nicht, wenn du... Erzähl dir den Zauber auch mal. Ich glaube, ihn habt ihr noch gar nicht gesehen. Nacktes Anime-Mädchen. Puff, grüner Feuerball. Und Leben, 2000 Punkte. Und sie ist wieder da. Sehr schön, sehr wichtig. Klasse. Ja, du haust natürlich gleich volle Kanne drauf, ne? Aber ich denke, wir können es wieder etwas beschleunigen. Und was war an dem Turm so Besonderes? Oh Gott. Ah, Schatztruhe, sehr schön. Super Feuerring. Jetzt haben wir schon fast alle Elementare durch. Achso. Eine Fresse. Jetzt reicht's. Es reicht, liebe Freunde. Schade drum, aber wir werden jetzt alles hier mal ein wenig wegschmeißen, dass wir endlich mal etwas Platz haben. Dankeschön. Feuerring! Vergesst die letzten 2 Minuten. Dankeschön. Und weiter geht's. Jetzt mit meinem neuen Feuerring in der Tasche, den ich natürlich nicht ausrüsten werde und dafür unheimlich wichtige Ausrüstungsgegenstände weggeworfen habe, weil ich so intelligent bin. Gehen wir doch einfach mal weiter. Hallo Drache. Na? Hallo Sphinx. Na? Da können wir wieder raus. Und finden uns da wieder. Ja, kann man gut gebrauchen. Hallo Sphinx. Verpiss dich Sphinx. Ich mag dich nicht Sphinx. Warum machst du sowas mit mir? Ich will nicht, dass du das machst. Fühle ich mich unwohl. Danke. Ah, diese epische Musik. Hallo Zyklop. Ey, was bist denn du? Gehst du an die Wand, dass ich dich von hinten nehme, oder was? 1000, ja, warum nicht? Geil, mach nur Überschaden, ist in Ordnung. Bin ich hier richtig? Jawohl, ich bin hier richtig. Dritter Siegelturm. Gehen wir weiter. Bin ich schon fast oben? Dritter Siegelturm, immer noch. Ralfs Siegelturm. Hier ist ja gar nichts. Ah, doch mal so ein von hinten Nehmer. Aber ich komme von der Seite an. Ein Gorgon. Aber Gorgon war noch was ganz anderes. Ja, ja, ich weiß, was Gorgonen sind. Griechische Mythologie. Das waren die beiden Schwestern der Medusa. Die Gorgonen. Schwestern. Alter, wo geht's denn hier überall lang? Hallo, ihr alle. Ja, Sphinx. Beiß mir ins Gesicht. Rätselfluch. Willst du mich rätseln? Und du verwirrst 2 Leute? Finde ich echt nett. Koma. Und die anderen pennen? Nein, nein, doch nicht. Komm, schauen wir mal, was passiert. Ja, du, unser Arti, der ist, auch wenn er verwirrt ist, ganz cool drauf. Und Celan auch. Das interessiert den Scheißdreck, ob die verwirrt sind oder nicht. Sehr schön. Ah, und unser Nucky Glitzerpo kann auch mal wieder ordentlich zutreten. Macht die Sphinx allerdings nur stärker. Egal, egal. Du darfst uns ruhig mal wehtun, Sphinx. Ey, ey, ja gut, ich meine, du bist seine Frau. Kann man ihm schon mal einen Schlag auf den Hinterkopf geben, schon in Ordnung. Nackipuppe, du kannst das nächste Mal wieder... Ein Antikhelm. Bringt der mir was? Legendenhelm, Antikhelm. Judo-Wirbel. Bisschen weniger, aber Stärke umso mehr. Ey, ich meine, komm, hau mal auf Maximum. Hallo Drache. 2 Frostdrachen. Donnerdrachen. Hab ich doch gesagt. Hört mir bloß nicht zu. Warte mal, komme ich hier nicht her? Kann sein. Wo bin ich? Ich sehe schon wieder überhaupt nicht durch. Gehen wir mal hier unten lang. Hallo Zyklop. Stirb, Zyklop. Speedy!
Ja. Die Attacke Speedy. Andele, andele. Wer versteht, was ich meine. Hallo Gorgone, der kein Gorgone ist. Basilisk. Oh, jetzt schmeißt er aber mit Mythologie um euch, ja? Gehen wir mal hier durch. Drittes Siegelturm. Bin ich hier falsch? Nee, das sieht gut aus. Kämpfen wir mal gegen diesen komischen Todfreak. Ich greife zuerst an. Hallo, Mister, ich greife zuerst an. Ey. Das ist aber nicht nett, ja? Sind wir schon wieder? Ja, wir haben es schon wieder geschafft. Da brauche ich mich jetzt nicht teilen, weil, Spoiler, kein Kampf hier ist. Hier scheint keiner zu sein. Ah, nee, Quatsch, falsche Stimme. Hier scheint keiner zu sein. Ich fühle keine fremde Energie. Hier stimmt aber etwas nicht. Und wenn schon? Echt komisch. Ja, Flexi. Lass mich raten, Götterschild erhalten? Könnte sein, weil dein Schild vorne drauf ist. Richtig! Götterschild erhalten. Yay. Du hast dich also vollständig ausgerüstet. Daos! Daos! Ich konnte die Siegel nicht brechen und an die Götterrüstungen herankommen. Aber wenn ich dich jetzt vernichte, gehören sie mir. So einfach wird es aber nicht. Diese Rüstungen passen sehr gut zu dem Träger des Lufia-Schwerts und das bin ja immer noch wohl ich. Dual Blade! Da ist es, das Dual Blade. Lufia-Schwert. Du bist unwürdig, die Götterrüstungen zu tragen. Nimm nun Abschied von deinem Leben. Worms. Uff, die Fresse. Du hast immer noch etwas Energie über. Das ist reine Zeitverschwendung. Flexi! Keine Sorge, Selan. Der kriegt mich nicht. Du elender Dummkopf! Ich zerfetze dich in tausend Teile! Boah. Jetzt kommt der magische Penisvergleich. Da kann ich ja nur lachen. Sag ich doch, magischer Penisvergleich. Wer hat den längeren? Was zum? Tja, Gades. Nein. Daos, hast du wohl den kürzeren gezogen. Das Lufia-Schwert. Was geht da vor? Das Lufia-Schwert hat dich auserwählt. Heiliges Kanonen... Nein, oder? In so einem Moment heiliges Kanonenrohr. Das kann doch nicht Onkel Herbert mit seiner langen Dampfdröte sein. Hier, Flexi, halte das Schwert in der Hand. Diese Kraft, diese sagenhafte Energie, das ist einfach unglaublich. Das kann nicht wahr sein. Daos, das kann nicht sein. Du hast nicht genug Energie für das Lufia-Schwert. Wohl doch. Seid ihr alle unverletzt? Ja, aber Daos ist verschwunden. Das ist schlecht. Sicher führt das ein Feldzug des Terrors fort und zerstört eine weitere Stadt. Die Todesunsel wird uns nicht entkommen. Wie willst du sie aufhalten? Aus der Platte tritt eine große Kraft heraus. Damit werden wir es schaffen. Ich fühle auch Lisas und Maries Aurien. Sie scheinen das gleiche wie ich zu denken. Schafft ihr es wirklich, so viel Energie zu kontrollieren? Keine Zeit mehr darüber nachzudenken. Geht bitte beiseite. Lisa, Marie, hört ihr mich? Wir müssen unsere Kräfte vereinen. Die Zeit ist gekommen, da unsere Wünsche erfüllt werden. Ich vertraue euch. Was passiert? Wow. Yeah, fangt die Todesinsel ein. Ihr entkommt das nicht, ihr schändigen Höllenfürsten. Was zum... Auf dieser Insel herrscht eine starke Aura. Wir können uns weder bewegen noch angreifen. Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie kommen. Nein, sie brauchen noch etwas Zeit. Warum? Ich habe ihr Schiff angegriffen. Ich konnte es nicht völlig zerstören, doch es kann nicht mehr fliegen. Du hast wirklich an alles gedacht. Aber werden sie das Schiff nicht reparieren? Auch darum habe ich mich bereits gekümmert. Oh, oh. Wir haben die Todesinsel aufgehalten, ich weiß. Aber nicht für lange. Ich glaube, euer Schiff wurde von der Insel angegriffen. Was? Exerion? Unser prachtvolles Schiff? Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Ja, ihr Trottel. Lasst uns überlegen, was wir nun tun werden.
Wir sollten nach Potravia und Lexis fragen, ob er das Schiff reparieren kann. Beeilt euch, wir halten die Insel hier fest. Wenn es aber zu brenzlig wird, müsst ihr fliehen. Versprochen? Versprochen. Flex, vergiss nicht, du bist der Auserwählte. Der das Luffy-Schwert tragen darf. Ist mir bekannt. Selan, bring uns nach Potravia. Bob! Lexis, kannst du Exterion reparieren? Und nach dieser alles entscheidenden Frage mache ich nochmal einen kurzen kleinen Cut, weil jetzt geht's dann los. Das Finale, die letzten zwei, maximal drei Parts. Ich freue mich mit euch drauf, dabei zu sein. Bis dann, Dede, euer Lunaflexi.